Okay. Ja, dann mal schauen, ob wir jetzt erschossen wurden. 29. Mai 1998, Desert Dream Motel, Arizona. Er hat Ich sagte nicht doch, ich geladen. tue keinem was. Aber du legst es wirklich drauf an. Dale, hol die Tasche. Wir hauen ab. Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre aus. Ja, habe ich auch gedacht. Ich auch. Ich habe weiche Knie. Vince, du kommst gegen die nicht an. Ich weiß, warum du es getan hast, aber es geht nicht. Ich hätte es auch gar nicht gewollt. Ich hätte den nicht angegriffen, aber mir blieb ja keine Wahl. Also entweder ihn angreifen oder die zur Waffe greifen. Es ist natürlich, würde ich auch sagen, es war dumm. Es war dumm. Keine Ahnung, was ich gedacht habe. Hätte er es wirklich getan, vor Zoes Augen. Es war dumm. Nein, es war mutig, aber bring uns nicht um. Ich versuch's. Daddy? Tut es weh? Oh, Schatz, mir geht's gut. In 2 Tagen sind wir in St. Louis. Und es wird sein, als wäre das hier nie. Leute, wir gehen nirgendwo hin. Ach du Scheiße. Scheiße! Hätten die nicht etwas später kommen können, dann wären die weg gewesen. Dein Vertrauen in ihn hätte ich gerne. Das Spiel ist ja sehr schnell zur Sache gekommen, ne? Das muss man ja sagen. Hier spricht Sheriff Romero von der Polizei Truro County. Aber das wissen die Arschlöcher ja schon. Die gute Nachricht, Einbruch ist in Arizona ein Vergehen der Kategorie 3. Man kriegt fast nur eine Verwarnung. Die schlechte Nachricht, ihr habt in mein Haus eingebrochen. Verdammte Frau war zu Hause. Jay, du sicherst den Hintereingang. Wenn ihr schlau seid, erspart ihr mir die Mühe und geht einfach auf. Bleibt da drinnen in der Nähe des Telefons. Ich rufe euch an und verhandle mit euch. Mit dem Arschloch reden wir nicht. Oder? Hast du die Polizei gerufen? Ich habe gewählt und nicht aufgelegt. Hier sind wir leichte Beute. Wir sollten beim Plan bleiben und es mit einer Geisel versuchen. Der Hintereingang ist dicht. Niemand kommt rein. Tyler, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir uns einfach... Sag es nicht. Romero ist ungeduldig und diese Kleinstadtbullen können nicht meine Fliege fangen. Am besten warten wir. Geht da mal irgendjemand ran? Die Polizei wird euch schnappen und euch einsperren. Hör auf oder du wanderst in die Ecke. Hey! So kannst du nicht mit meiner Enkelin reden. Sie ist 6 Jahre alt. Sie sagt, was ihr einfällt. Ja. Ich sage, was mir einfällt. Genug! Wer als nächster das Maul aufmacht, wandert ins Büro. Da hinten ist ein 2. Telefon. Wenn du Dante erreichen könntest. Dante? War das die richtige Aussprache des Namens? Verdammt. Ein Witz reißen. Ihn beleidigen nicht, er ist sowieso schon immer so ruhig trotzen. Komm, wir reißen mal einen Witz. Hey Leute, was essen Bankräuber zum Nachtisch? Oh Gott. Hinter Gitterkuchen. Versteht ihr? Du bist echt ein Idiot. Ja, hast du recht. Ich meine, es war schon lustig. Ha, er versteht's. Du hast einfach keinen Sinn für Humor. Okay, das reicht. Nach hinten. Nein. Trenn uns nicht. Er wird still sein. Michelle, schon okay. Ist es nicht. Nichts von all dem.
ist okay. Ihr braucht wohl beide eine Auszeit. Jay, lass niemanden ans verdammte Telefon gehen. Halt den verdammten Mund und zwing mich nicht nochmal reinzukommen. Dein zweites Telefon, wenn der Sheriff nochmal anruft. Gute Idee. Kriegst du die Hände frei? Keine Chance. Zu eng. Okay. Wie machen wir das? Reibung. Vielleicht. Oder dann reibt man schon. Eine Schere? Oder eine Schere. Kannst du den Stifthalter auf den Boden werfen? Geht's. Er fällt gleich. Übertön das Geräusch. Ich huste. Auf drei. Eins. Zwei. Wenn das die Cops sind, lassen sie nicht locker. Kommst du an die Schere? Herrungenschaft freigeschaltet. Wie lautet der Notfall? Ich bin im Desert Dream Hotel. Können Sie mich mit dem Sheriff verbinden? Hier ist Sheriff Romero. Mit wem spreche ich? Hier ist Vincent Walker. Und ich. Meine Familie. Wir sind Geiseln hier drin. Oh, langsam, Vince. Ich werde Ihnen helfen. Aber Sie müssen sich erstmal beruhigen, okay? Ich habe nicht viel Zeit. Verstehe. Was können Sie mir über die Lage da drin erzählen? Die Täter. Es sind drei. Die Managerin sagte, es seien die... die Holt-Jungs? Oh, Scheiße. Also, das erklärt zumindest einiges. Ja? Was denn? Lange Geschichte. Aber heute geht sie zu Ende. Was noch? Alles gut. Weiter. Teil hat das Sagen, Dale ist ein Psycho. Einer ist nur ein Teenager, meint er, hat halt Angst. Der jüngste Bruder, sie nennen ihn Jay. Er ist noch ein Kind, ich glaube, er will das gar nicht. Wurde wohl gezwungen, aber es ist gut, deine Schwachstelle zu kennen. Für uns und für Sie. Hey! Sie haben die Tür blockiert! Scheiße, Vince, diese Tür hält nicht. Dann lass uns auflegen. Der Anführer, ich glaube, er heißt... Tyler? Tyler. Genau. Er ist echt angespannt. Wer weiß, was passiert, wenn er wütend wird. Dabei ist er eigentlich der mit dem kühlen Kopf. Wenn Tyler durchdreht, müssen Sie aufpassen. Mir bleibt keine Zeit. Hören Sie, Vince, wir werden dem hier ein Ende setzen. Schneller, als Sie glauben. Halten Sie die Augen offen, okay? Dich auf. Wenn du das nächste Mal heimlich mit einer meiner Geiseln redest, bringe ich ihn zum Fenster und erschieße ihn. Halte 30 Meter Abstand zum Motel und ruf nicht mehr an. Was hast du erzählt? Nichts. Nichts. Ich hatte keine Zeit. Du lügst mich an! Ehrlich, sie haben kaum Hallo gesagt. Diese Cops, sie arbeiten vielleicht für den Bezirk, aber sie folgen ihm. Und ihm sind wir alle scheißegal. Und dir nicht? Es war dumm, euch beide alleine zu lassen. Was ist los? Das tut weh. Ihr hättet nie nach Turok kommen sollen. Thank you.
Okay, Strom aus. So, schauen wir mal. 12 Jahre als Flugzeugmechaniker. Ziemlich weit oben. Dann eines Tages, peng. Motorenteile im ganzen Hangar. 2 Arbeiter im Krankenhaus, einer im Sarg. Weil Sie eine Mutter an einer DC-10 nicht festgezogen haben. Nein, so war das nicht. Es war eine defekte Verdichterscheibe. Die Airline hat überall gespart, ich habe sie gewarnt, aber... Trotzdem steht Aussage gegen Aussage. Mein Rat, unterschreiben Sie. Nehmen Sie das Geld. Das Angebot ist gut. Das ist ein Maulkorb. Wenn ich unterschreibe, war's das mit der Karriere. Ich brauch den Scheck nicht, er reicht sowieso nicht weit. Alles, was ich will, ist mein Job zurück. Mr. Walker, mit Verlaub, Sie werden nie wieder für eine Airline arbeiten. Also, tun Sie sich einen Gefallen. Nehmen Sie den Stift. Oh Gott. Er sagt, das Geld reicht sowieso nicht. Was nützt es mir dann, das zu unterschreiben? Schieben Sie sich den Maulkorb und den Stift in den Arsch! Oh, da steckt also doch noch Kampfgeist in Ihnen. Okay. Ein Traum. Scheiße! Hallo? Beschäftigt. Ich habe Zoe vom Schwimmen abgeholt. Wir sind bald da. Alles okay? Oh, ja, ich hatte einen seltsamen Traum. Ich war im Büro des Anwalts. Ein Traum? Um diese Uhrzeit? Während ich gepackt und von unserem neuen Leben in Missouri geträumt habe. Solange alles eingepackt und der Vermieter zufrieden ist. Ich weiß, dieser Umzug ist ein großer Schritt und echt stressig. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Wir sind 7 da. Ich hol was vom Chinesen. Zoe! Sorry, was los? Okay, bis spät. Okay, das ist 2 Tage vorher gewesen. Mann, bin ich echt eingepennt. Okay, alter Mann. Du hast bis 7 Uhr Zeit, die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Wo willst du anfangen? Ich würde sagen, wir machen erstmal die Klimaanlage fertig. Okay. Wenn das annähernd so ist wie eine Kaltlufteinheit im Cockpit, müsste es... Tja, das ist eindeutig Alien-Technologie. Kühl, komfortabel, Thermostat gesteuert, Klima bei Vince. Komm, wir machen den Abwasch. Fertig. Ja, es läuft gut. Was kommt jetzt? Dessert machen. Ja, da gibt's auch einiges. Lass uns erstmal ein Dessert machen. Es gab Schokopudding, als wir eingezogen sind. Warum also nicht auch stilecht ausziehen? Gute Idee. Nächster, sei stark, Vince, Finger weg von der Schokolade. Okay, jetzt auf die Zielgerade.
Gut, wir werden die Schachteln packen. Manche Träume werden wohl nie Wirklichkeit. Daddy! Na, Spatz, wie war dein letzter Tag? Okay, glaube ich. Millie gab mir ihre Adresse, aber sie wird mir fehlen. Ja, ich verstehe. Das ist eine große Umstellung. Wir schreiben ihr, sobald wir in St. Louis sind. Okay, ich muss jetzt Mami helfen. Zieh doch schon mal deinen Schlafanzug an. Bringst du mich heute Abend ins Bett? Klar doch, Kleiner. Du hast heute hart gearbeitet, also habe ich dir was mitgebracht. Garnelen. Jam, jam. Schmuckefatz. Ach, obwohl, ich mag keine Garnelen, aber egal. Nein. Klasse, du hast dich um alles gekümmert. Ich weiß gar nicht, warum da immer Ausgang steht. Scherzen. Hey, natürlich habe ich das. Vins Umzugsdienst, zu ihren Diensten. Wir freuen uns über Trinkgeld. Das würde wohl zu weit gehen. Naja, ich werde wohl von Almosen leben müssen, wenn ich den neuen Job nicht kriege. Weißt du noch, was du gesagt hast, als ich im Steuerbüro entlassen wurde? Pack unbedingt alle Schreibwaren ein, wenn du rausgehst? Nein. Du sagtest, Veränderung schmerzt nur, wenn man sie verhindern will. Und du hattest recht. Wäre ich nicht entlassen worden, hätte ich nie die Doktorarbeit geschrieben und meinen Job an der Universität bekommen. Verstehe. Positiv denken. Und deshalb habe ich Schokopudding. Tada! sehr gut. Ich verhungere. Zoe hat schon gegessen, aber ich den ganzen Tag noch nicht. Ich bringe sie ins Bett und du isst was. Komm, zieh den Schlafanzug an. Also, was hältst du vom Umzug morgen? Freust du dich drauf? Ich hab geträumt, die Umzugsleute hatten meine Sternenlampe. Und ich hatte solche Angst, weil es so dunkel war. Weißt du was? Ich hatte neulich einen Albtraum. Von etwas, das ich einfach nicht vergessen kann. Von der Dunkelheit? Nein, aber ich glaube, manchmal versuchen Träume, uns etwas zu sagen. Und was? Ist es okay, Angst zu haben, würde ich in dem Fall bevorzugen. Wir alle haben Angst vor etwas, wie vor der Dunkelheit. Und das ist okay. Wir lernen damit zu leben, bis wir irgendwann keine Angst mehr haben. Wenn ich groß bin, brauche ich meine Sternlampe nicht mehr. Schlaf schön. Na gut. Hab dich lieb bis zum Mond. Ich dich auch. Oh, ich hoffe, der Umzugsdienst kommt morgen. Wie schwer ist es, eine Bestätigung zu senden? Schon fertig. Gut gemacht. Ich gebe ihr besser noch einen Kuss, bevor sie einschläft. Ah, Schmutz. Na bitte. Ich möchte wetten, das sind sie. Wer ist Bruce? Warum ist das Licht aus? Ein Stromausfall. Die haben wir hier ständig.
Das ist kein Stromausfall, das war der Sheriff. Dale, halt die Augen auf. Klar. Ich muss verdammt nochmal hier raus. Wer ist Bruce? Fürchte mich im Dunkeln. Bitte, das soll aufhören. Jay, bring sie nach oben und stell sie ruhig. Nicht, das ist nicht nötig. Und verriegle die Fenster. Jay, jetzt. Komm. Fensterversuch, Schreibtisch durchsuchen. Du, okay. Hier muss es doch einen Generator geben. Haarnadel. Hinten gibt's einen, helfen. Aber der geht nicht. Okay. Vielleicht könnte ich es mit der manuellen Umschaltung versuchen. Na los. Tür versuchen sich ja nicht. Hier kommt man nicht durch. Ah, toll. Dann bleibt mir ja nur die Tür. Ich sehe da nichts sonst. Sei denn, es gibt eine sehr kleine Stelle, aber ich glaube das nicht. Hey! Hey! Unglaublich, es hat geklappt. Siehst du was? Nein, zu dunkel draußen. Ich kann uns kaum sehen. Hol ein Seil. Wir müssen die Geiseln fesseln. Hey, hast du etwas gehört? Ich gehe zur Hintertür. Zoe ist oben. Und sie hat Angst im Dunkeln. Sie werden euch schnappen. Das weißt du doch. Sei ruhig, Joyce, im Ernst. Sollen wir es vielleicht querfeldein versuchen? Sei still, lass mich nachdenken. Zoe, Spatz, ich bin's, Daddy. Was ich sonst machen soll. Hey, ich bin's. Vince. Ich komme rein. Daddy! Ich hab hier nichts getan. Ich schwöre. Ich weiß, hab's gehört. Zoe, geht's dir gut? Daddy, ich will nicht mehr hier sein. Was habe ich dir gesagt? Es ist okay, Angst zu haben. Lass es raus, Spatz. Werden die versuchen, reinzukommen? Ach du Scheiße. Ich weiß halt nicht, wie er reagiert, wie er mit seinen Brüdern umgeht, wenn ich ihn warne. Und er warnt dann seine Brüder oder was. Oder ich sage nichts und dann passiert ihm was. Ich will ihm eigentlich nichts Böses. Er scheint ja menschlich okay zu sein. Ich riskiere es mal, ihn zu warnen. Ziemlich sicher. Jeden Moment. Ich will nicht ins Gefängnis. Dann versteck dich lieber. Ich hole uns hier raus, bevor das Licht wieder angeht. Okay? Mit Mami? Und Opa? Natürlich. Wir lassen sie nicht zurück.
Geht's euch allen gut? Doch, du hast sie gefunden, ein Glück. Wo sind die Holz? Vermutlich hinten raus. Die müssen hier wegschwinden. Gib mir deine Hände. Bist du verletzt? Nein. Und du? Okay, los. Alle auf den Boden. Nicht schießen. Wir sind Geiseln. Unten bleiben, ganz ruhig. Wo sind die Täter? Versteckt bleiben ist doch sicherer für uns, oder? Irgendwie wird sich die Lage um uns herum ja klären, auf irgendeine Art. Weglaufen wird garantiert jemand getroffen. Vince, wir müssen raus! Viel zu gefährlich! Ich sterbe nicht in diesem gottverdammten Motel! Och, Vater E. Ja, was dem Vater da jetzt passiert ist, oder dem Opa. Ja, ist ja seine eigene Jim. Schuld. Jim, hörst du mich? Oh Gott. Schon gut. Okay. Vince. Ist Opa verletzt? Ich weiß nicht, Schatz. Jim, geht's dir gut? Dad! Er braucht einen Rettungswagen. Ruf den Notarzt! Er sieht okay aus. Ist wohl nur eine Gehirnerschütterung. Nicht nur das. Sag doch nicht sowas. Der hätte vielleicht jetzt einen Notarzt gerufen. Wenn er an der falschen Stelle getroffen wurde. Scheiße. Bist du noch da, Opa? Oh Gott. Das ist meine Schuld. Ja, mein Reden. Weil ich es unbedingt wieder gut machen wollte. Hey, bist du bei uns? Na komm, wir fragen nicht, warum er weglief, das ist ja Quark. Jim, wie fühlst du dich? Mein Kopf dröhnt. Ist Eddie okay? Wer? Okay, ist bestimmt irgendwo ein Krieg oder so. Klar, ich brauche nur eine Minute, um meine... Ganz ruhig. Oje. Spricht er braucht einen Arzt. Mehr. Dale, versuch den ersten Stock zu verrammeln.